Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide vom World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Unaufhaltsame Untote, oder genau gesagt hier um den Marcus, welches sich im Gebiet Argus befindet bei 7436 und zwar hier im Teilgebiet McAerie. Und ja, das Team und Gegner zu besiegen sieht wie folgt aus. Wir nehmen hier den Schädel mit Schattenschlag, geisthafter Biss und Lebensentzug, dann das infizierte Eichhörnchen mit Stampede, schleichender Pilz und Leichenexplosion und das verseuchte Eichhörnchen mit Kratzen, Adrenalinrausch und das Stampede. Grundsätzlich ist es egal, welche Breeds man nimmt, bei diesen Eichhörnchen hier ist es halt einfach so, ich habe jetzt halt einfach die mit den tiefsten Kraftwerten genommen, beziehungsweise die Kraftwerte bleiben eigentlich bei allen Breeds gleich, aber auch die Gesundheit ist eigentlich egal, wenn ihr zum Beispiel das verseuchte Eichhörnchen mit dem Gesundheitsbreed habt, habt ihr halt einfach 1546 und das entspricht dem mindestens also der Mindestgesundheit von dem infizierten Eichhörnchen. Und deshalb müsst ihr halt einfach darauf schauen, dass das Infizierte immer im zweiten Slot des Teams ist. Also nicht, dass aus Versehen das Verseuchte dann plötzlich in den Kampf gewechselt wird. Aber ja, dann beginnen wir gleich mal den Kampf. Hier zu Beginn einfach gleich mal passen, da man sowieso nicht wirklich einsetzen kann. Dann kommt das infizierte Eichhörnchen in den Kampf. Hier an dieser Stelle den schleichenden Pilz einsetzen. Und danach gleich die Leichenexplosion. Deshalb ist es auch egal, ob man jetzt hier getötet wäre oder nicht. Also es sollte eigentlich keine Probleme darstellen, weil man sowieso sich selber tötet. Dann an dieser Stelle den Schädel wieder hineinbringen. Der kassiert jetzt dann gleich nochmal das zweite leeren Tor. Also deshalb wieder hier passen. Dann kommt das verseuchte Eichhörnchen. An dieser Stelle zuerst einmal den Adrenalinrausch einsetzen, damit man danach halt schneller wird als der Gegner. Auch dieser Crit ist egal, das müssen wir nicht unbedingt ja, kontern oder so, das ist halt jetzt einfach passiert und das ist eben zum Glück halt eben egal, ob man jetzt crittet oder nicht. Hier an dieser Stelle halt einfach die Stampede durchlaufen lassen. Meistens ist es so, dass man eigentlich zwei Stampedes durchlaufen lassen kann, egal ob man jetzt stirbt oder nicht. Halt einfach das leere Tor sollte halt einfach das verseuchte Eichhörnchen abbekommen. Ja, dann kommt hier dann gleich der Schädel ins Team, wieder, weil eben das Eichhörnchen ausgewechselt wird. Und an dieser Stelle kann man eigentlich den geisthaften Biss einsetzen, falls man sieht, okay, man kann ihn besiegen. Ihr seht, der Schaden wird ja verdoppelt hier, also sollte es eigentlich hier reichen mit dem geisthaften Biss. Aber um euch zu zeigen, es geht auch ohne dieses Glück, also falls man da irgendwie Pech hätte oder so, aber sollte eigentlich nicht passieren. Dann sollte man hier noch einmal den Schattenschlag einsetzen, der Gegner. Ja, wird eh hier mit Schleichen, also er setzt sowieso keine richtige Attacke ein. Erst jetzt dann setzt er eine kleine Attacke ein, würde uns hier töten, aber da wir in der Untotenphase sind, also sozusagen in der Attackungsrunde, also wo man sowieso immer noch eine Attacke einsetzen kann, haben wir keine Probleme, als dass man irgendwie sterben würde, denn wir können hier einfach den geisthaften Biss einsetzen und dann würde Markus hier an dieser Stelle sterben. Also wir hätten sozusagen noch eine Runde zur Verfügung, deshalb gilt der Kampf als gewonnen und deshalb sollte man eigentlich keine Probleme haben, an dieser Stelle den Kampf zu gewinnen. Eben wie gesagt, eigentlich hätte ich wirklich zu Beginn gleich schon den geisthaften Biss einsetzen können, aber ich habe es lieber euch zeigen wollen, ihr könnt auch noch zuerst den Schattenschlag einsetzen und dann den geisthaften Biss. Und ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald.